Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Inside, meine Damen und Herren. Wo wir heute wunderbar starten. Ist das nicht schön? Hätte mir irgendwer gesagt, dass hinter dieser Tor sich Türen befinden, meine Damen und Herren. Vermutlich wäre ich anders vorgegangen, aber das sind nur Gerüchte, um die es sich hier handelt. Was genau ist denn jetzt meine Aufgabe? Muss ich da irgendwie drüber springen oder muss ich flüchten oder was genau wollt ihr von mir? Wahrscheinlich hi oder tschö. Kann ich hier irgendwo hin? Ich muss hier runter jetzt, oder was? Muss ich das so machen? Das sieht nicht sehr bequem aus, Mr. Kindigen. Also ich wäre nicht gerne in dieser Lage, sagen wir mal so. Jetzt kann ich ja wieder hoch. Ich muss einfach so. Lässt mich jetzt im Kreis laufen. Muss ich das jetzt alles nochmal machen, ja? Nochmal hier hochklettern und nochmal da langlaufen und... Nee, Moment, die Tür ist ja zu. Ach, die geht wieder... Schön, danke. Warum kann ich die nicht von... Ach, ist auch egal. Okay, von mir aus. Dann gehen wir da mal im Kreis, ich meine. Ist nicht so, als hätte ich heute irgendwas Besseres zu tun mit meiner Zeit, meine Damen und Herren. Also, was bleibt uns anderen übrig? Werden wir in einen Wald schreiten? Wir sind quasi ein Waldschreit. Fantastisch, ich weiß. Das erinnert jetzt dann optisch noch mehr an Limbo. Das werde ich mit Sicherheit nie benötigen, dieses Ding. Wenn ich das Ding schon bewegen kann. Ach, das ist so ein Typ hier. Das ist so ein Typ. Was? Wird das explodieren? Okay, adieu. Was? Habe ich da jetzt irgendwas vor? Aber Moment, ich kann ja damit hochfahren. Stopp, ich muss wahrscheinlich nicht weg, sondern damit hoch und dann links da drauf, nicht? Das ist jetzt wahrscheinlich der Trick, den ich mache. Ich hoffe jetzt... Nein, warte mal, stopp. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwas Bonusmäßiges ist. Nicht, dass ich das machen muss. Moment, ich gehe mal erstmal... Hier gucken. Nee. Das sieht mir so aus, als würde ich da weitergehen. Wir versuchen erstmal das hier. Das ist eine sehr, sehr schöne Area, weil das eigentlich im Grunde genommen... So ein bisschen eine Wald in der Fabrik ist. Das gefällt mir. Das ist sehr hübsch, meine Damen und Herren. Ich würde sowas auch gerne besitzen. Das wäre fürchterlich schön für mich. Also, wenn ich dann alleine da sitze, weißt du, wie so ein Imperator in seinem Wald. Als Waldschrat, Alter. Oder schreit, in meinem Fall eher. Der dann erzählt und keinen anderen Menschen reinlässt und so. Und wenn irgendwer fragt, ob er rein, dann sage ich... Nein. Und dann gehe ich schlafen. Das muss ich tun. Ach, da muss ich rein. Ich hoffe, dass das eine Bonus-Area ist, nicht, dass ich... Warte mal, ich gehe lieber ein Stück nach unten. Ne, ja, so vorsichtshalber sollen wir das vielleicht mal tun. Vielleicht führt mich das jetzt zu irgendwas geheim, weil ich habe nicht irgendwie das... Dadurch, dass ich zurückgehe, nicht das Gefühl, dass das irgendwas ist, was ich machen muss, aber vielleicht, wahrscheinlich muss ich das auch und ich komme mir nur fürchterlich klug vor, weil ich es tue. Oh, jetzt kann ich meine Knutschkugel mitnehmen, meine Damen und Herren. Aber was bringt mir das, wenn ich meine Knutschkugel mitnehme? This is the question, meine Damen und Herren. Und nicht the Remix. Aber beides vielleicht auch. In meinem Fall tendenziell wahrscheinlich eher the question, aber... Ich meine, wenn wir irgendwann mal to the occasion... Was war das? Was zur Hölle war das? Wir werden ja wohl jetzt nicht auf einmal irgendwelche Gegner im Wasser erscheinen. Das war so schön ruhig. Die können doch nicht einfach jetzt dahergehen und sagen... So, du blöder Penner, jetzt sind hier mal Gegner, Alter. Ich kann ja gar nicht schießen mit meiner tollen... Wenn ich die Knutschkugel schießen könnte, das wäre eine Maßnahme, Alter. Da wäre ich für. Kann ich jetzt bitte irgendwie darüber? Danke. Und die Frage ist, wo muss ich hin und was warten? Nicht, dass jetzt hier irgendwelche Jumpscares kommen. Eigentlich steht das nicht im Vertrag, meine Damen und Herren. Deswegen würde ich das nämlich eigentlich auch ganz gerne vermeiden. Aber das ist scheinbar interessiert das Spiel das nicht sonderlich. Aber ne, mal gucken. Vielleicht kommen wir noch irgendwie auf einen Nenner, meine Damen und Herren. Hi. Meine Damen und Herren, war da jetzt rechts im Wald wirklich gar nichts? Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich da irgendwas übersehen habe. Wahrscheinlich habe ich da auch irgendwas übersehen. Aber, ja, mal gucken. Vielleicht kommen wir ja nochmal zurück, Mann. Ich hoffe. Wie kann ich den Schalter betätigen? Aus dem Gerät hier. Gar nicht, wahrscheinlich. Nee, vermutlich gar nicht. Aber, muss ich das Wasser jetzt hier rauslassen und dann... mit der freundlichen Herrschaft nochmal, unten zu dem Schalter gehen, oder was? Ich gehe davon aus, dass ich hier alles richtig mache, solange mich keiner auffällt. Ne, das ist vermutlich... Ne, toll, toller Sound. Ich bin begeistert. Einfach nur so... Das war jetzt so ein bisschen wie die fürchterlich schlechten... Warte mal, irgendein Auto... Gran Turismo 6 oder so. Das letzte Gran Turismo oder so, das für die PlayStation 3 erschienen ist, glaube ich, damals noch. Da war der Sound, die Autos gemacht haben, wenn sie gegeneinander gefahren sind. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen... Watchdog war da auch nicht ganz unschuldig, glaube ich. Das hat dann so geklungen, als würde es einfach zwei Kühlschränke gegeneinander hauen. Einfach... Tock. Mehr nicht, das war nicht fürchterlich. Weil das irgendwie... Keine Ahnung. Autos klingen anders als Tock, wenn sie gegeneinander fahren. Aber...
Ach, ich bin ja doof, ich kann ja aussteigen. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich aussteigen kann. Hi, dann pass auf. So, und jetzt singt dann bestimmt das Wasser, meine Damen und Herren. Also nicht singen, wie ich das in der Regel mache, sondern mit K. Wo muss ich denn hin? Was ist denn eigentlich, was ist denn meine Aufgabe? Soll ich da drauf? Ich soll da nicht drauf. Dann nicht. Mach deine Scheiße doch alleine, Kerl. Moment, dabei bleibt das jetzt oder was? Und jetzt kann... kann ich mit dem Ding jetzt weiterfahren? Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas übersehen. Ich habe vermutlich irgendwas übersehen, was mal wieder fürchterlich offensichtlich war für alle anderen Menschen um mich rum und auch die Leute, die nicht um mich rum waren, irgendwo, ich sag mal, irgendwo in, was weiß ich, Taiwan oder so, sitzt jetzt irgendein Taiwanese offensichtlich und haut sich mit der Hand gegen die Stirn, weil er sich gedacht hat, meine Fresse, ist das ein Tölpel. Das ist vermutlich gerade irgendwo passiert. Das sieht so aus, als könnte ich da eigentlich durch, aber scheinbar kann ich da nicht durch. Ich weiß nicht warum, aber... Scheinbar kann ich das nicht. Dann halt. Moment, stopp, vielleicht muss ich da drüber springen. Kann das sein, dass ich hier so. Dass ich den hier machen muss? So, vielleicht? Das sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus, meine Damen und Herren. Denn offene Türen sind das, was wir brauchen. Vermutlich, in der Regel. Also, in Videospielen ist das zumindest in der Regel nicht das Verkehrteste, was es gibt. Es sei denn, du spielst Resident Evil oder Amnesia, meine Damen und Herren. Dann. Ja, offene Türen vielleicht nicht. Also zumindest. Zumindest meiden irgendwie. Auch in Minecraft ist das nicht zwingend immer positiv. Kann ich irgendwas machen? Toll. Danke. Was war denn bitte meine Alternative dazu, zu sterben, meine Damen und Herren? Für ewig in meiner Knutschkugel festzusetzen und zu sagen, nein, ich bewege mich nicht. Das muss ich jetzt nochmal machen. Entschuldige mal bitte. Oder bin ich doof und ich muss das Ding... Pass auf, ist da wieder so ein umgekehrtes Ding, dass ich jetzt hier schnell mit dem Teil dann fahren muss und dann... Während das Wasser steigt oder so? Nee, ist es nicht. Nee, das ist ja jetzt schon wieder oben. Das funktioniert so nicht. Was zur verfickten Hölle will das Spiel von mir gerade? Ich bin wahrscheinlich wieder der einzige Trottel. Ach, Moment. Ich bin total bescheuert. Ich muss das hier hinter parken. So. Jetzt haben wir entdeckt, meine Damen und Herren. Ich muss hier hinter parken, dann zurückschwimmen und all so ein Scheiß. Ja, ganz toll. Hervorragend. Warum? Wobei. Auf der anderen Seite, wie hätte ich... Ja, ist egal. Wir haben rausgefunden, weil wir so verdammt klug sind, meine Damen und Herren. Ich meine, komm, das ist schon... Das ist schon... Also für meine Verhältnisse... ist das schon... erträgliches... Der ist jetzt nicht ernsthaft ersoffen, oder? Entschuldige mal bitte, wie... Ist das selektiv, wie lange der die Luft anhalten kann, oder was? Das ist doch total bescheuert, ich muss doch... Wir können gerne Wetten abschließen, wie lange ich hierfür noch brauchen werde, meine Damen und Herren. Werden wir am Ende dieses Videos hinter dieser wunderschönen, verfickten Barriere sein, oder werden wir im... Oder, warte mal, die Wette ist, werden wir am Ende der Episode außerhalb des Wassers sein? Also, die Chancen stehen meiner Meinung nach relativ schlecht, aber... Warum bin ich denn jetzt gerade gestorben? Kann ich so tief nicht... Doch klar, ich muss ja so tief tauchen können, weil ich bin ja vorhin die ganze Zeit so tief getaucht von hier oben, als die Knutschkugel noch hier war. Warum bin ich gerade gestorben? Habe ich vorher schon zu lange getaucht? Ist mir das passiert? Habe ich nur mal wieder nicht aufgepasst? Wahrscheinlich habe ich nur mal wieder nicht aufgepasst. Meine Damen und Herren, das sind ja ganz neue, verdammte... Das fängt schon wieder an zu zucken hier. Meine Fresse. Komm mal klar, Alter. Du bist ein Videospielheld. Du hast verfickt, nochmal die Luft anhalten zu können. Nimm dir ein Beispiel an... dem Typ aus Limbo, der sofort stirbt, wenn er ins Wasser fällt. So, guck dir das an. Jetzt haben wir einen rausgehauen. Aber immerhin geht's voran. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nochmal irgendwo dran sterbe. Das wäre für mich fürchterlich schade, weil gehst du bitte... Willst du bitte einfach da verfickt nochmal hochgehen? Danke. Du Arschloch, Alter. Muss ich eigentlich in jedem Spiel, egal welches Spiel, ich muss in jedem verdammten Spiel mindestens eine so eine Rage-Episode drin haben, weil ansonsten ist das... Das ist dann sonst kein Dings... Hatte ich... Warte mal, in Gone Home hatte ich keine. Verdammte Scheiße, wir müssen Gone Home nochmal spielen und ich muss unbedingt ragen, aber da ist leider zu wenig Gameplay eigentlich für, ne? Aber das macht gar nichts. Wir haben dafür dann ja Insight. Ich würde sagen, dass ich jetzt noch eins hierfür verspreche, aber das kann ich leider nicht. Adieu. Immer diese Gewalt. Hallo? Nein, 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 nein. Was ist das, eine verfickte Meerjungfrau? Warum soll auch eine Meerjungfrau? Willst du mich verarschen? Warum ist auf... Okay, nein. Ich möchte gerne, dass du mir nicht hinterher schwimmst. Du wirst mich töten, ne? Du wirst mich verfickt nochmal töten. Nein! Warum hat das hier so viele verfickte Horrorelemente? Entschuldige mal. Wie bitte in aller Welt kann die Meerjungfrau unter Wasser so viel Kraft aufwenden, um diese... um diese Scheiben zum Zerplatzen zu bringen, die offensichtlich Wasserdruck standhalten? Was genau... Wie genau kriege ich die jetzt... Warte mal, ich muss so machen, ne? Moment.
Mach doch, ihr seid auf zu blinken, du Pappnase, du Penner. So. Das, wie kriegen wir die Schlampe? Hauptsache, da ist ein verfickter Stuhl. Das ist das Wichtigste. Wir müssen Prioritäten setzen. Komm. Wie kriegen wir die denn jetzt? Ach, die greift mich an, wenn das Licht aus ist. Moment, stopp. Die kommt nicht so nah, wenn das Licht an ist. Aber wenn ich das Licht dann wegdrehe, dann kommt die angerannt. Aber wie kriegen wir die jetzt tot, ist die Frage. Oder muss ich einfach nur flüchten? Ich muss einfach nur flüchten, warte mal. Sie ist quasi ein Boo. Sie ist wie ein Boo in Super Mario Brothers, außer dass sie hoffentlich ein bisschen hübscher ist, weil die ist nackt. Also wobei, wir wissen ja alle nicht, wie so ein Boo vorher ausgesehen hat. Tschö. Du bist ganz schön nervig, wenn ich dir das mal so sagen darf. Aber das weißt du wahrscheinlich auch selbst. Warum? Ich verstehe nicht so ganz, warum jetzt die Meerjungfrauen in diesem Spiel auf einmal vorkommen, aber... Okay. Ich nehme das so hin, weil bleibt mir anders übrig. Nein. Du bist von allen Partys ausgeladen. Wie kriegen wir die dumme Kuh denn jetzt tot? Warte mal, du kannst jetzt nicht mehr flüchten. Stopp, da hat die auf jeden Fall, vielleicht hat die da ein kleines bisschen Schiss gekriegt. Vielleicht muss ich die einfach in die Ecke drängen. Vielleicht kann ich die in die Ecke drängen. Nee. Kannst du die einfach sterben? Jetzt bist du in der Ecke und jetzt kann ich dich töten. Nein. Was? Warte mal, nein, du dumme Ziege. Nein. Entschuldige mal bitte, ich bin... Willst du mich verarschen? Willst du mich verfickt nochmal verarschen? Jetzt muss ich diese komplette verdammte Flucht nochmal machen, weil du der Meinung bist, du müsstest nicht sterben. Weißt du was, ich hasse dich. Ich hasse dich, bitte geh sterben. So, weißt du was, geh mir nicht auf den Sack. Was bist du für eine verfickte... Das ist bestimmt so ein Versicherungsvertreter oder so und dann noch unter Wasser. Wobei, das macht ja Sinn. Also, so eine Hausratversicherung, wenn meine Wohnung permanent unter Wasser stehen würde. Also ich sag mal so, wenn meine Wohnung unter Wasser stünde, wie diese wunderschöne Fabrik, meine Damen und Herren, und mir irgendein Fabrik... Und damit meine ich Versicherungsvertreter. Fabrikvertreter drehen mir mit Sicherheit auch manchmal Versicherungen an. Irgendein Versicherungsvertreter, willst du gehen? Einfach gehen. Mir dann noch eine Versicherung anbieten würde, da oben kann ich raus. Moment, diese Bretter hier. Diese Bretter sind bestimmt... Das sind die Bretter, die Welt bedeuten. Zumindest für mich jetzt gerade. Aha. Nein. Warum ist die so schnell? Entschuldige mal bitte, was muss ich tun? Aber das mit den Brettern ist ja offensichtlich nicht verkehrt, weil die da sind... Also wenn die auseinandergefallen sind, ist das für mich ein eindeutiges Zeichen dafür, dass diese Bretter richtig eine richtige Idee sind, meine Damen und Herren. Aber was ein nerviges Biest. Jetzt mal ohne Scheiß, was ein nerviges Biest. Ich habe selten in meinem Leben in Videospielen solche Arschlöcher gesehen, so ein Arschloch gesehen wie dieses Ding. Geh weg mit deinen Algenhaaren, Alter. Weißt du, wenn es wenigstens Schlangen wären, dann wärst du wenigstens Medusa. So bist du einfach nur eine verfickte Meerjungfrau, die mir fürchterlich auf den Sack geht, die nicht mal mehr ein Muschelbikini anhat, die genau genommen gar nichts anhat. Vielleicht ist es ein Mann. Also so von den Merkmalen her, die leider nicht vorhanden sind, und mit leider meine ich in dem Fall wahrscheinlich Gott sei Dank, tendenziell eher Mann. Geh einfach. Du bist einfach ausgeladen. Aber das Ding ist, warum kommt ihr mir jetzt näher? Ach, das Licht geht aus, wenn ich irgendwo gegenstoße. Das heißt, muss ich die jetzt umbringen oder was? Muss ich die jetzt verfickt nochmal töten? Was für ein Schwachsinn. Oh, kann es sein, dass ich das Tor zumachen muss, wenn die draußen ist? Kann es sein, dass ich einfach das Tor zumachen muss? Einfach das. Jetzt ist die draußen und jetzt geht das Tor zu. Okay, ja. Wobei ich persönlich muss für mich jetzt sagen, dass der Fokus, also, ja, ist auch egal. Das Tor jetzt da wahrzunehmen als irgendwas, womit ich überhaupt irgendwas machen kann, fiel mir jetzt doch ein bisschen schwer. Aber ist auch scheißegal. Wir haben es ja irgendwie mal wieder hingekriegt, meine Damen und Herren. Wie wir alles irgendwie in der Regel hinkriegen. Hi. Ihr kommt bestimmt nie wieder, meine Damen und Herren. Dadurch, dass wir sie nur ausgesperrt haben, ich werde die Frau natürlich nie wiedersehen. Das war die, also die war, also das war nicht meine Freundin. Sagen wir mal so, die würde ich gerne nicht nochmal sehen. Schade, dass mit der Knutschkugel jetzt vorbei ist. Aber dafür Strand, meine Damen und Herren. Ist quasi fast wie Urlaub. Und dann noch verfickte Seejungfrauen. So heißen sie auch manchmal in gewissen anderen, Ariellen dieser Welt. Ja. Ist ja fantastisch, ohne Scheiß. Ach, ey, weißt du, über diese professionellen Komiker, die meinen, die müssen Videos im Internet hochladen. Fantastisch, ey. Das ist, ich weiß, ich bin fast so lustig wie Oliver fucking Welke, Alter. Aber nur fast. Kann ich mit dem Seil irgendwas machen? Ich kann mit dem Seil nichts machen. Okay, am besten sollte ich wahrscheinlich wirklich alles einfach irgendwie einmal angucken und anfassen, was hier so zugegen ist. Ach so. Ich dachte, ich müsste die Tür aufziehen, stattdessen muss ich sie aufdrücken. Hättest du ja ruhig mal dran schreiben können, weißt du? Dann kann wenigstens der Spruch kommen, von wegen, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und du so? Okay, kann ich nicht aufmachen. Wahrscheinlich ist er dann aber stark genug, um das aufzumachen. Das ist dann jetzt, weißt du, das ist jetzt Gameplay-Mechanik hoch 10. Weil ich als Kind bin natürlich zu schwach. Er als Erwachsener, verfickte Scheiße, der hat Arme wie eine Python, Alter. Die verfickte...
Das klingt eigentlich klingt das ziemlich gruselig. Ich mache mir mal keine Gedanken über dieses überhaupt nicht auffällige rote Licht im Hintergrund. Nö, ich gehe einfach weiter. Was sind das für komische Effekte? Was passiert hier? Bestimmt irgendwelche Explosionen um mich rum. Und sonst so? Was? Das ist nicht für mich gerade gedacht, oder was? Okay. Von mir aus, gehen wir halt einfach weiter. Nachdem wir gerade schwimmen waren, gehen wir jetzt einfach spazieren, meine Dame. Damen und Herren, hallo. 19. 26. Pff, könnte man ja mal irgendwie... 18? Oh, ich muss 19 Leute auf dieses Ding hier draufbringen. Oder was? Wo soll ich denn 19 Menschen herkriegen? Warte mal. Wie kann... Ach, Moment. Und dafür ist jetzt dieser Aufzug da, ja? Dafür ist jetzt dieser Aufzug da, damit ich wahrscheinlich in 18.000 Etagen... Und damit meine ich offensichtlich drei. Irgendwie... Ach, jetzt funktioniert's auf einmal. Willst du mich verarschen? Okay, also irgendwie 20 Leute finden, ja? Kriegen wir mit Sicherheit hin, meine Damen und Herren. Wo sind denn... Hallo. Schön, dass das Ding macht. Ich habe die Aufzugmusik etwas vermisst, aber okay. Man nimmt ja, was man kriegen kann. Warte mal. Kann ich das einfach hier runterschieben? Nee, das ist ein bisschen einfach, ne? Das ist tatsächlich etwas einfach, ja. Warte mal, das sind drei. Da hinten links war einer. Da habe ich 4 von 19. Da stand 2. Keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall einige, die ich brauche. Aber erstmal... Erstmal müssen wir rausfinden, wie wir die freundlichen Herrschaften da so runterbekommen, meine Damen und Herren. Vielleicht kann ich die runterschieben, wenn ich hier auf der anderen Seite noch ein paar Menschen finde. Kommt mir sehr, sehr komisch vor, wenn ich das so sage, aber... Das sieht mir aus, ehrlich gesagt... Erstens, sehr ominös. Genau das. Und zweitens sieht das aus, als würde ich aus der anderen Richtung kommen, ehrlich gesagt. Komme ich da dran? Nee. Ach, puh, nicht mal mehr im Ansatz, Alter. Schön, fast auf dem Kinn gelandet. Aber fast auf dem Kinn gelandet. Fantastisch. Was werden wir denn dann jetzt tun, ist die Frage. Muss ich erst runter? Hier kann ich ja nicht... Er startet direkt hier. Achso, eigentlich damit gerechnet, dass ich jetzt da starte, wo diese Area hier angefangen hat, aber... Von mir aus dann auch nicht. Was dieses Knallen da ist, das wird mich ja schon mal... Aber wir werden es wahrscheinlich früh genug rausfinden, meine Damen und Herren. Das heißt, ich kann oben scheinbar erstmal nichts machen. Ich kann unten scheinbar erstmal nichts machen. Beziehungsweise in der Mitte scheinbar erstmal nichts machen, dann bleibt ja quasi überraschenderweise nach Adam Riese und Eva Klein, meine Damen und Herren, nur noch unten. We're going down, down in an earlier round. In Sugar, we're going down swinging. Hoffe ich, weil ansonsten wäre das jetzt ziemlich öde. So ein kleines bisschen. Kann ich hier bitte irgendwas machen, was mich irgendwie voranbringt? Zum Beispiel an diesem Seil da baumeln. Das wäre schön, aber... Scheinbar darf ich das nicht, während hier mal wieder Straßenfeger vorbeifahren. Meine Damen und Herren, das passiert hier häufiger. Offensichtlich ist da nicht, das kann ich jetzt ziehen. Nee, das wäre jetzt auch irgendwie ziemlich albern gewesen. Wo sind denn jetzt hier die ersten... Ich frage mich die ganze Zeit, wo die ersten Leute sind, mit denen ich irgendwas machen kann. Weil bis jetzt kann ich ja genau genommen gar nichts machen. Zumindest, wobei, auf der anderen Seite weiß ich dann wenigstens gleich, wie die Area komplett hier aussieht. Also das ist auch quasi ein Achievement. Ich möchte dafür dann, wenn hier jetzt nicht gleich irgendwie Pling und so weiter und hallo, Sie haben die Area erkundschaftet, erscheint durch die Xbox, meine Damen und Herren, dann werde ich vermutlich zum Schwein. Was bringt das jetzt so? Kann ich noch weiter runter? Das ist ganz schön unübersichtlich hier. Aber wahrscheinlich soll es das sein. Nein, warte mal. Rastet das nicht irgendwann ein? Das rastet nicht irgendwann ein. Ich denke, ich kann schon wieder irgendwie nach oben, oder? Hoffe ich. Das wäre jetzt eine Katastrophe, wenn nicht. Aha, hi. Noch mehr Typen. Und da ist auch so ein Ding. Moment, das heißt, wenn ich da jetzt hochkomme, dann kann ich die auf jeden Fall schon mal steuern. Und dann kann ich den ganzen anderen Kram öffnen und so weiter und so fort. Das hört sich gut an, aber wie komme ich da hoch? Was eine... Große, lange Area, nur um im Grunde genommen irgendwie erstmal meine Aufgabe... Scheiße. Schwimm schneller, du Penner. So, danke. Um erstmal meine Aufgabe überhaupt erstmal zu starten. Aber hier ist auch nichts, ne? Nee, oder war da eine Leiter? Warte mal, stopp. Nee, da ist keine Leiter. Wäre auch zu schön gewesen, Alter. Es sieht eigentlich so aus, als würde ich da oben irgendwie langlaufen können, ne? Ich würde jetzt schätzen, dass ich hier dann irgendwie nochmal so eine Kurve nach unten mache. Dann komme ich jetzt gleich irgendwie nach oben und das wird dann in eine Fluchtszene übergehen, wo jetzt gleich ein Hund kommt. Das ist das, was ich vermute. Hier kommt gleich ein Hund, pass auf.
Warte. Ich warte sehnlichst auf Mr. Cötington. Mhm. Kann ich jetzt hier nichts machen? Willst du mich verarschen? Ich muss doch irgendwo hin. Ich kann hier hoch. Ach so, Entschuldigung. Habe ich natürlich erkannt an den Steinen, die nicht aussehen wie eine verfickte Leiter. Hervorragend, Alter. Jetzt muss ich hier Tarzan, ja? Oh nein. Das... Von mir aus. Von mir aus spielen wir jetzt Tarzan, meine Damen und Herren. Und dann werden wir vermutlich gucken, was wir mit den freundlichen Herrschaften da machen. Ist das nicht schön? Ist das nicht ein Traum? So, komm. Mach mal. Ai, wo ist Jane, Alter? Wobei, da bist du vielleicht noch ein kleines bisschen zu jung für, ne? Ja, vermutlich ist das so. Was ist das? Ach, Licht. Eine Sekunde sah das so ein bisschen aus wie so ein, keine Ahnung, wie eine Kamera. Aber Gott sei Dank nicht, weil wenn mich hier jemand beobachten würde, meine Damen und Herren, ich hätte total Angst. Ich wäre total nervös, aber Gott sei Dank guckt ja hier keiner zu. Von daher ist alles in Ordnung. Und jetzt kann ich das hier machen, ja? Jetzt kann ich das hier so machen und dann sind wir quasi... Haha, meine... Was? Kommen die mir jetzt nach? Das ist cool. Oh, können die mich hochheben? Die können mich hochheben. Das ist ja das Allercoolste überhaupt, Alter. Meine Damen und Herren, was wir hiermit machen können, werden wir im nächsten Video rausfinden. Bis dahin, vielen lieben Dank, dass du da warst, du Toro, und sehr winkenderweise. Bis zu eben diesem nächsten Video. Ja, meine Damen und Herren. Tschüss.